herzlich willkommen zurück. Hi. Interessanter Einsatz eines Seils. Und auch noch erstaunlich praktisch. Ich bin überrascht, dass das bisher noch niemand so versucht hat. Ihr seid keine Gefangene. Ich kenne jeden, den sie hier reingeworfen haben. Und ihr gehört ganz sicher nicht zu den Woschrak. In Ordnung, ich gebe auf. Wer seid ihr? Ich bin hier, um den Ork-Häuptling zu retten. Wer seid ihr? Ich? Ich bin niemand. Nur ein einfacher Maschinenbauer, der dieses Gefängnis errichtet und in Schuss gehalten hat, bevor man mich selbst hier reingesteckt hat. Ich habe es geschafft, den gefährlichsten Gefangenen aus dem Weg zu gehen. Zumindest bis jetzt. Zum Glück kenne ich diesen Ort buchstäblich so gut wie meine Westentasche. Ihr habt dieses Gefängnis gebaut? Nun, ich habe diesen Bau entworfen. Den Großteil der schweren Arbeiten haben allerdings die Orks vom Clan Farun übernommen. Der Häuptling hat mich angeheuert, obwohl ich ja nun offenkundig kein Ork bin. Er schätzte meinen Sachverstand und meinen trockenen Sinn für Humor. Aber es waren diese Woschrak, die mich eingesperrt haben. Warum haben euch die Woschrak denn eingesperrt? Nun, ich bin da nicht der Einzige. Sie haben eine Menge Mitglieder des Clans hier unten reingesteckt. Und dann haben diese Bastarde die Käfige geöffnet, um die echten Gefangenen freizulassen. Für sie war das eine Art krankes Spiel. Aber ich habe nie einen Alarm gehört. Ihr müsst so unauffällig wie ein Schatten sein. Ich versuche, Leute hier herauszuholen. Könnt ihr mir helfen? Nun, dieses Elixier könnte sich als nützlich erweisen. Es gibt da eine Kammer, auf die ihr stoßen könntet. Sie füllt sich mit Gas, wenn die Zellentore sich versehentlich öffnen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Trinkt diesen Trank. Dann braucht ihr euch um das Gas nicht zu scheren. Ich habe immer eine Fiole davon bei mir. Nur zur Sicherheit. Ich weiß ja nicht, ob wir ihm vertrauen können, aber ich nehme mal einfach ein Getränk von einer fremden Person an und trinke das einfach. Liebe Kinder, macht das zu Hause bitte niemals nach. Es könnte immer irgendwas drin sein, wodurch ihr ohnmächtig werdet. Schmeckt wie Kotze, wirkt aber einwandfrei. Danke. Oh, da ist auch noch der Dornenraum. Ein wunderbarer Mechanismus zur Verteidigung. Es sei denn, man befindet sich gerade in der Kammer, wenn er aktiviert wird. Denkt daran, dass er sich zurücksetzt, wenn man die drei Ventile nicht schnell genug dreht. Drei Ventile schnell drehen. Gibt es irgendeinen Weg um den Dornenraum herum? Nein, nicht, wenn ihr es durch das Gefängnis schaffen wollt. Doch es gibt ein viertes Ventil, das sich auf der anderen Seite der Wand beim Ausgangstor befindet. Schließt dieses Ventil vor den anderen. Dann wird die Falle nicht zurückgesetzt. Betrachtet dies als Belohnung dafür, dass ich nicht getötet wurde. Okay, also viertes Ventil als erstes machen. Hier sind noch ganz viele Gegner drin, so wie es aussieht. Wieso haben die denn Waffen hier drin? Ich denke, das sind Gefangene. Und dafür, dass die unten aber wahrscheinlich nicht so viel zu essen kriegen, sind die noch gut im Schuss. Ich meine, ich will ja nicht wissen, wie lange die schon hier unten sind. Ne? Ach, das sind die Zellen. Okay. Man erkennt es. So, ist hier noch irgendwas? Ich gucke ja immer, ob hier noch irgendwas zu lesen ist, was man mitnehmen könnte. Aber ich sehe jetzt so nichts. Mehr habt ihr nicht drauf? Meine Herdmutter schlägt härter zu. Und ihr schon wieder? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr mögt mich. Ach, Basrak. Und da ist auch schon wieder Kuroks Kettenhund. Seid ihr hier, um euch zu vergewissern, dass ich immer noch ein Gefangener bin? Oder sollt ihr mir für ihn die Kehle aufschneiden? Na los, worauf wartet ihr noch? Tötet mich einfach und bringt es hinter euch. Oder habt ihr nicht den Mumm für solche Aufträge? Ihr seid der Häuptling, der gefangen genommen wurde? Kurok schickte euch los, den gefangenen Häuptling töten, aber er sagte euch nicht, dass ich das bin? Ha, wie typisch. Nun,
Die verdammten Kultisten konnten mich nicht umbringen. Die entflohenen Sträflinge konnten mich nicht umbringen. Und ihr werdet das auch nicht schaffen. Hohepriesterin Solgra schickt mich, nicht Kurok. Die Trinimag-Priesterin? Sie ist genau wie diese Schwachköpfe, die meine Festung angegriffen und mich hier reingesteckt haben. Sie haben meine Gefangenen freigelassen und sich einen Spaß daraus gemacht, sie uns foltern zu lassen. Doch am Ende sind sie die Angeschmierten. Ich lebe noch. Warum sollte ich euch nach dem, was ihr im Tempel in Osinium getan habt, noch retten? Wovon redet ihr da? Nach meinem Aufbruch aus Osinium traf ich gerade rechtzeitig hier ein, um dabei zuzusehen, wie die Vorschrag meine Festung eroberten. Seitdem bin ich ein Gefangener in meinem eigenen Verlies. Ich hatte auf keinen Fall die Zeit, irgendwas im Tempel zu treiben. Die Fanatiker riefen während des Angriffs unentwegt euren Namen. Das ist schön. Meine Bewunderer sind wundervoll. Doch ich hatte weder mit ihnen noch mit dem Tempel etwas zu tun. Wollt ihr jetzt noch weiter plaudern oder lieber von hier verschwinden? Mein Arm ist verletzt. Damit fällt das Klettern aus dem Brunnen schon mal flach. Wir müssen einen anderen Ausgang finden. Klingt, als hättet ihr einen Einfall. Den habe ich tatsächlich. Doch die Verteidigungsanlagen des Gefängnisses sind immer noch aktiv. Das wird es etwas knifflig machen, hier herauszukommen. Ihr habt Glück, dass ich hier bin. Na gut, dann lasst uns mal nach dem Ausgang suchen. Zuerst müssen wir durch die Kammer des Hohns, wo wir die gefährlichsten Gefangenen... Die Kammer ist durch Giftgas geschützt. Falls wir Ärger kriegen, müsst ihr euch darum kümmern. Mein Arm ist ja verletzt und so. Und so, genau. Okay. Verdammte Tore! Die Sache mit dem Gift. Die hatte ich ganz vergessen. Diese verflixten Baumeister und ihre ständigen Nachbesserungen. Also, nur damit ihr es wisst, wenn wir das nicht genau richtig machen, sterben wir alle beide. Das soll euch nicht unter Druck setzen. Ich wollte nur, dass ihr wisst, worum es hier geht. Was müssen wir tun? Ich muss die Schalter für die Notfallsteuerung per Hand in der richtigen Reihenfolge drehen, um das Tor zur nächsten Kammer zu öffnen. Aber das ist die Kammer des Hohns. Sie wurde darauf ausgelegt, unsere gefährlichsten Insassen zu verwahren. Deshalb wird das nicht so leicht. Das ist es nie. Was wird noch geschehen? Sobald ich den Vorgang beginne, wird der Raum mit Gift gefüllt und diese Zellentüren dort schwingen auf. Ich versuche mich zu beeilen, aber mit einem verletzten Arm bin ich nicht sehr schnell. Haltet mir bloß die Gefangenen vom Leib und bleibt aus dem Gas raus. Ein Maschinenbauer gab mir ein Elixier zu trinken. Er meinte, es würde gegen das Gift helfen. Ihr seid Freelan begegnet? Ich wusste, dass sie diesen verdammten Bretonen nicht umbringen können. Der Mann ist ein Genie. Ich bin froh, dass ihr seinen Rat angenommen habt. Dieser Trank könnte euch das Leben retten. Ihr müsst mir aber immer noch die Gefangenen vom Arsch halten, damit ich das Tor öffnen kann. Kein Problem. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Sobald ich diesen Hebel umlege, gibt es kein Zurück mehr. Macht euch be... Ich lege den Hebel um. Jetzt! Einer erledigt. Ich kümmere mich um den Nächsten. Lasst bloß diese Gefangenen nicht an mich ran. Und du kümmerst dich um den Nächsten? Ich kümmere mich hier um die Nächsten. Basti, nimm doch den anderen. Gute Arbeit. Doch die Lage scheint noch komplizierter zu werden. Kompliziert ist mein zweiter Vorname. Noch ein letzter Hebel. So, da kann es noch aufgehen und da kann... Na, da, okay. In Ordnung. Alles fertig. Bleiben wir in Bewegung. Okay. Lasst uns weiterlaufen.
ich hasse dieses Rätsel, daran erinnere ich mich. Willkommen im Dornenraum. Ich würde ja mit der großen Handwerkskunst angeben, wenn wir hier unten nicht gefangen wären. Seht ihr diese Ventile an der Wand? Ihr müsst alle drei drehen, aber passt mir bloß auf die Dornen auf. Jetzt weiß ich auch, was mit Dornen gemeint ist. Ich muss einfach nur die drei Ventile drehen? Nun, nicht ganz. Diese kostspieligen Baumeister, die ich angeheuert hatte, haben Notfallzeitgeber in die Schlösser eingebaut. Wenn man die Ventile nicht schnell genug schließt, wird die Falle zurückgesetzt. Wir haben das gebaut, um Fluchtversuche zu verhindern. Erinnert ihr euch? Es ist nicht dafür gedacht, einfach zu sein. Die Ventile möglichst schnell schließen. Sonst noch etwas? Passt bei diesen Dornen auf. Sie sind aus verstärktem Stahl, der zu rasiermesserscharfen Spitzen geschliffen wurde. Und sie sind womöglich mit Gift überzogen. Hängt ganz davon ab, wie lange die letzte Instandhaltung hier ist. Wenn ihr euch an ein paar von diesen Dornen aufspießt, heißt es, auf Wiedersehen, Hawker. Euer Baumeister hatte ein viertes Ventil erwähnt, das den Mechanismus zum Zurücksetzen abschaltet. Schlauer Bastard. Das muss das Ventil gleich beim Ausgangstor sein. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es entfernen lassen. Solche Umgehungsmaßnahmen können zu einem Zusammenbruch des gesamten Gefängnissystems führen. Doch solange es noch da ist, können wir es ebenso gut für uns arbeiten lassen. Na? So, jetzt ist nur die Frage... Ach, dahin... Nee, Moment, das sind die... ich nehme mal an, das ist dann dahinter. Sieht zumindest so aus. Uhuhu. Nein. Scheiße. Oh, ich krieg die Krise. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Okay, Moment. Vorne bleibt frei. Links bleibt frei. Gar nichts bleibt frei. Okay, dann vorne. Links. Und gar nichts. Okay, vorne bleibt frei. Rechts bleibt frei. Hinten rechts bleibt frei. Links bleibt frei. Okay, jetzt müssen wir einmal vorne. Rechts. Hinten rechts. Und Ventil. Okay. So, Mitte bleibt frei. Vorne. Mitte, vorne. Links. Links oben. Also es geht wahrscheinlich im sechster Schritt. Genau. Und dann noch eins weiter nach oben mit der Mitte. Und dann nach oben. Links oben. Oh, sag mir bitte, dass ich das nicht falsch geguckt habe. Ihr habt es herausgefunden. Huh. Nicht schlecht. Nur ein kleines Stück noch, dann sind wir draußen. Okay. Sehr gut. Los geht's. Es war mal ein Häuptling. Haha. So. Wir nähern uns dem Ausgang. Sehr geil. Diesmal auch ohne getroffen zu werden. Noch geiler. Ich hatte da anfangs so meine Probleme immer mit. Endlich. Ich weigere mich, das eine Gefängnis zu verlassen, um sogleich ein anderes zu betreten. Falls ihr vorhabt, mich zu Kurok zu bringen, dann könnt ihr das vergessen. Ich würde lieber hier bei meinem Clan sterben, als noch einmal in Kuroks selbstgefällige Visage zu blicken. Ich bringe euch nicht zu Kurok. Da habt ihr verdammt nochmal recht.
Eine falsche Bewegung und ich schlitze euch auf. Ein kleiner Schnitt und schon zieren eure Eingeweide den Boden hier. Jetzt erzählt mir, weshalb Solgra euch geschickt hat. Welches Spiel spielt Kurok diesmal? Euer Arm? Meinem Arm geht es bestens. Aber ich schaffte es nicht allein aus dem Gefängnis. Und deshalb kam es auch nicht in Frage, euch dort drunten zu töten. Jetzt frage ich noch einmal. Warum seid ihr hier? Warum hat Solgra euch geschickt, um mir zu helfen? Sie wollte nicht, dass die Woschrak euch in Trinimax Namen töten. Jetzt verstehe ich. Kurok will sein Gesicht wahren. Er kann schlecht zulassen, dass ein rivalisierender Häuptling von Fanatikern ermordet wird, die denselben Gott anbeten wie unser sogenannter König. Jetzt sehe ich, wo Kuroks Prioritäten liegen. Versucht ihr nicht, euer Volk zu einen? Ihr könntet ihm helfen. Ich? Kurok helfen? Wo war unser sogenannter König, als mein Clan dem Erbarmen der Woschrak ausgeliefert war? Wo war er, als meine Leute starben und gegen ihren Willen gezwungen wurden, diesem Kult beizutreten? Habt ihr deshalb den Tempel angegriffen? Wie oft muss ich es euch denn noch sagen? Ich hatte nichts damit zu tun. Ihr wollt die Wahrheit wissen? Sucht nach Ulsha. Ich habe sie während des Angriffs weggeschickt. Sie lagert außerhalb von Farun. Sie wird euch alles erzählen, was ihr wissen müsst. Häuptling Basarak, senkt eure Waffe. Bitte. Ich will nicht schießen, aber ich tue es, wenn ihr euch nicht zurückhaltet. Verdammt, Waldelfin, na gut. Ihr könnt mir diesen Pfeil auch gleich ins Herz schießen. Ich lasse nicht zu, dass ihr mich an Kurok übergebt. Das wollen wir ja auch nicht. Und was nun? Ich habe noch nie einen Ork-Häuptling gefangen genommen. Ich bin mir nicht sicher. Er weigert sich, zu Kurok zu gehen. Ich schätze, wir könnten ihn zur Hohepriesterin Solgra bringen. Sie war es immerhin, die uns zu seiner Rettung ausgesandt hat. Ich bin sicher, ich kann ihn in die Stadt schmuggeln, solange er sich gefügig zeigt und keine Dummheiten macht oder so. Ihr eskortiert Häuptling Basarak zu Hohepriesterin Solgra. Wir treffen uns dort. Fein, in Ordnung. Wir haben einen Plan. Und es ist auch noch ein guter Plan. Ehrlich! Abgesehen davon, dass ich versuchen soll, den Häuptling in eine Stadt zu schmuggeln, in der Kurok überall Augen und Ohren hat. Was habe ich mir nur gedacht? Und wie sollen wir den Häuptling davon überzeugen, mit mir mitzukommen? Der Häuptling schlug vor, ich soll mit jemandem sprechen. Das werde ich machen. Er sorgt dafür, dass er Kurok nicht in die Hände fällt. Richtig. Schmuggelt Basarak nach Orsinium und bringt ihn zu Solgra. So einfach wie eine Eberfußpastete zu backen. Warum habe ich das Gefühl, dass der Weg zurück deutlich komplizierter werden wird? Ihr schafft das schon. Ihr könnt den Bogen runternehmen, Elfin. Ich gehe mit euch, wenn ihr versprecht, mich Kurok nicht auszuliefern. Entschuldigt, nein. Ich halte den Bogen oben, doch ich verspreche euch nicht zum König zu bringen. Na gut, passt nur auf, wo ihr mit dem Ding hinzeigt. Okay. Na gut, dann sind wir noch gar nicht draußen, weil hier immer noch Leute sind. Du hast mich gesehen, aber du kommst mir nicht hinterher. Sehr schön. So. Bin ich denn jetzt hier? Moment, hä? Ach so, ich bin direkt schon im Schloss, oder? Also hier ich bin noch oben. Ach, was rede ich denn hier für ein Quatsch? Okay. Dann müssen wir jetzt hier unten hin. Findet Ulsha außerhalb von Farun. Dann werde ich mich mal schnell aufmachen. Jetzt ist es eh egal, ob sie mich sehen oder ob sie mich nicht sehen. Und wir treffen uns gleich dort wieder. Ja, der Weg... Kommt hier lang, Ulsha. Lasst sie durch. Es sind Freunde. Das sollte sich als nützlich erweisen. Der Weg war jetzt gar nicht so lange, aber egal. Ich bin froh, euch wiederzusehen. Doch wir scheinen dazu bestimmt zu sein, uns stets nur in schwierigen Zeiten zu treffen. Erst die eingefrorenen Bauern, jetzt die Probleme mit den Woschrak. Ich versuche, meine Zuversicht nicht zu verlieren. Aber manchmal will ich einfach nur schreien. Basarak schickt mich, um mit euch zu sprechen. Mein Gatte lebt? Dieser Mann hat wahrlich die Gunst Malakats. Ich schätze, ich muss Solgra dafür danken, dass sie Hilfe schickte, als ich darum bat. Aber wo ist er? Geht es dem Häuptling gut? Basarak ist wohl auf, doch ich muss wissen, wie er gefangen genommen wurde. Nachdem der Häuptling sich mit Kurok getroffen hatte, machte er sich umgehend auf den Weg nach Farun.
Er war wütend, doch er wollte nicht darüber reden. Bei unserer Ankunft fanden wir unsere Festung von Trinimag-Fanatikern überrannt vor. Die Vorschrag fielen über uns her, ehe wir überhaupt wussten, wie uns geschah. Basrak hat also keine Krieger losgeschickt, um den Tempel in Orsinium anzugreifen? Was? Natürlich nicht. Häuptling Basrak würde niemals Unschuldige in Gefahr bringen. Selbst dann nicht, wenn Kurok seine Ehre beleidigt hätte. Sagt mir, wer diese Betrüger waren, damit ich mich um sie kümmern kann, wie Fluch und Kodex es verlangen. Wir versuchen immer noch herauszufinden, wer hinter all dem steckt. Meinetwegen. Doch mein Häuptling ist unschuldig. Wir müssen seinen Namen reinwaschen. Ich werde meine Quellen kontaktieren und von meiner Seite aus ermitteln, falls ihr versprecht, das Gleiche zu tun. Also, wo ist Häuptling Basrak? Häuptling Basrak ist in Sicherheit. Darauf gebe ich euch mein Wort. Dann verlasse ich mich also darauf, dass sich daran nichts ändern wird. Andernfalls bekommt ihr es mit mir zu tun. Nehmt dies als Zeichen meines Danks, weil ihr dem Häuptling geholfen habt und bereit wart, die finsteren Dinge zu ergründen, die Vrodgar plagen. Ich werde euch in Orsinium kontaktieren, sobald ich Neuigkeiten habe. Ja, und wir haben einen verstärkten Schild erhalten. Und keine neue Quest im Moment. Ja. Aber wir haben ja eben schon gehört, nee, Komplizen ist was anderes, das ist auch beides was anderes, was hier angezeigt wird, aber wir haben ja eben schon gehört, dass wir auf jeden Fall wieder zur Hauptstadt hier zurückkehren müssen und, wo finden wir denn jetzt die eine nochmal, jetzt weiß ich, achso, das war doch hier irgendwo, ne? Ich glaube, hier ist der Eingang, meine ich zumindest, dass es da gewesen ist. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Die Folge war ja wirklich lange, lange genug. Ich weiß, mein Schleichen hat auch einiges dazu beigetragen. Es tut mir leid. Und ja, dass wir den Rest dann gleich in der nächsten Folge gucken, beziehungsweise ihr morgen in einer nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.